Wir haben jetzt eine Idee darüber bekommen, in welche Richtung Sebix gehen wird in der Zukunft. Ich denke, das klang ganz gut. Da konnte man viel erkennen. Ja, Storage Engines ist ein ganz wichtiges Thema, weil die Langzeitdatenspeicherung von historischen und Trenddaten ja noch immer wieder mal eine Schwierigkeit darstellt. Und ebenfalls die Idee der Event-Korrelation fand ich auch ganz spannend. Das geht ja, sage ich mal, so ein bisschen auch in die Richtung der Nutzung, Unterstützung von Tags. Und jetzt will ich da gerade nicht, jetzt will ich ja nicht groß weiterreden, sondern direkt meinen Bildschirm freigeben und mit den Neuerungen von Sebix 6.0 weitermachen. So, ich hoffe, Sie können das alle sehen. Wie gesagt, wenn Fragen sind, einfach Fragen stellen. Dann leiten wir die an der Stelle weiter. Ja, was ist neu in Sebix 6.0 LTS? Da haben wir eine Menge an Funktionalität, die da hinzugekommen ist, und ein Großteil dieser Funktionen, das kann ich eben auch aus eigener Erfahrung bestätigen, die konzentrieren sich schon auf die Lösung von komplexeren Anforderungen auf Unternehmensebene, speziell dann, wenn verschiedene Fachbereiche involviert sind, wenn verschiedene Aufgabenstellungen zu lösen sind. Und deswegen in der ganz groben Zusammenfassung hier steht dann da die Lösung von Sicherheits- und Redundanzanforderungen auf Unternehmensebene. Das bezieht sich unter anderem zum Beispiel eben auf die neue Sebix HA-Funktionalität, die Verbesserung und Leistung der Performance für große Sebix-Instanzen. Die Verbesserung der Performance kann man. Und da bin ich sehr überrascht drüber. Ich bin bei Sebix nun mittlerweile seit fast 20 Jahren dabei. Bin sehr überrascht darüber, dass es also immer wieder möglich ist, da doch noch ein bisschen was auf der Sebix-Server-Seite rauszuziehen. Dann steht hier zusätzlicher Nutzen für verschiedene Arten von Sebix-Benutzern wie DevOps oder IT-Teams sowie Geschäftsprozessverantwortlichen und Managern. Und das sehen wir zum Beispiel in den neuen Visualisierungsoptionen, die wir da haben, in den Dashboard-Erweiterungen. Da ist das eben erkenntlich. Den weiteren Ausbau der Monitoring-Datenerfassungsfunktion von Sebix. Ich denke, das ist ein Prozess, der nun sich über die Jahre hinweg hingezogen hat. Und diejenigen von Ihnen, die Sebix ebenfalls schon seit längerer Zeit einsetzen, ich sage mal so vielleicht so Sebix 2.4 vielleicht sogar, Sebix 3.0, die werden mir zustimmen, wenn ich sage, dass Sebix tatsächlich umfangreicher und komplexer geworden ist und dass es kein Vergleich mehr ist zu den Versionen, die da ursprünglich mal gelauncht worden sind. Den weiteren Ausbau die neuen Weiterentwicklungen von offiziellen Sebix-Integrationen in Drittsystemen und Anwendungen. Ich denke, das war ein guter Schritt von Sebix hinzugehen und JavaScript-Interpreter in den Sebix-Server zu integrieren, der es dann eben erlaubt hat, diese Integration auch leicht umzusetzen. Und das hatte Alex ja eben gerade auch in seinem Talk mitgeteilt. Zum einen gibt es dann großes Integrationsportfolio auf der einen Seite. Und das Schöne daran ist ja, dass es im Prinzip jetzt auch tatsächlich templatefähig ist. Und zum anderen gibt es eben dann auch die Möglichkeit, dass jeder selbst eine Integration entwickeln kann, wenn seine Zielanwendung direkt nicht unterstützt wird. Ja, kommen wir zu einem wichtigen Thema, wie ich denke. Sebix Server High Availability Cluster. Die Kurzform ist, Sebix-Administratoren können jetzt native Sebix HA-Cluster aufsetzen. In der Vergangenheit hat man das ja eher so mit beispielsweise mit Coresync und Pacemaker umgesetzt. Das geht natürlich weiterhin, also das kann man weiterhin nutzen, das ist auch kein Problem. Aber jetzt gibt es eben eine direkte Integration, eine direkte Möglichkeit, mehrere redundante Sebix-Server in Betrieb zu nehmen. Diese Sebix-Server verwenden dann alle dieselbe Datenbank, das hat sich also nicht geändert. Und es gibt eine Möglichkeit, die Failover-Zeit zu definieren. Jetzt fragt man sich, warum ist das ein besonderer Punkt? Warum steht das hier mit auf der Folie drauf? Nun, der Hintergrund ist der, jeder, der so ein bisschen mit Failover gearbeitet hat, der weiß, dass es manchmal problematisch sein kann. Da ist ganz kurz eine Netzwerkverbindung nicht richtig passend. Da fehlt irgendwo gerade, dass eine Applikation nicht rechtzeitig antwortet. Und dann setzt sich auf einmal ein komplexer Failover-Prozess in Gang. Und das will man damit vermeiden. Und hier hat man eben die Möglichkeit, individuell auf seine Bedürfnisse zu entscheiden, wie die Failover-Zeit aussehen soll und wann der Failover-Prozess in Gang gesetzt werden soll. Alle Sebix-Server senden hierzu einen Heartbeat, der wird in der Datenbank verwaltet und darüber tauschen sich die Sebix-Server aus. Das heißt also, die Information darüber, dass dieser Heartbeat da ist, ist direkt daran gekoppelt, dass auch die Verbindung zum entsprechenden Datenbank-Server besteht.
Hier sieht man jetzt einmal, wie dieses neue Dashboard-Widget dazu aussieht, beziehungsweise wie die Erweiterung für das System Informations-Widget aussieht. Und da kann man erkennen im unteren Bereich, dass da die einzelnen Sebix-Nodes gelistet werden. Und dann kann man ähnlich wie das bei den Proxy-Einstellungen der Fall ist, da kann man direkt sehen, wann der letzte Zugriff erfolgt ist, Last Access. Und da kriegt man mit, ob das in einem Healthy-Zustand oder nicht ist. Jetzt sehen Sie unten so ein kleines i und dann steht da, dieses Feature wird in einem eigenen Talk behandelt. Das wird auch gleich in einem eigenen Talk behandelt. Da wird uns der Thomas Oftring mehr zu erzählen. Und deswegen gehen wir einfach mal dann zum nächsten Thema über. Und das nächste Thema heißt Business Services. Bei den Business Services hat sich einiges getan und die Business Services erlauben es nun, dass man Dienste unterschiedlicher Komplexität definieren kann und dann eben auch deren Status überwachen kann. Grundsätzlich war das ja auch schon mit dem alten Service Level Monitoring möglich, aber schon begrenzt, würde ich mal so sagen. Typische Anfälle für das neue Business Service Monitoring wären hier beispielsweise die Überwachung von Serverclustern, von Diensten, die grundsätzlich einen Lastenausgleich, also sprich Load Balancing verwenden, oder Dienste, die aus einem komplexen IT-Stack bestehen, wo verschiedene Anwendungen miteinander arbeiten. Nehmen Sie einfach einen Webshop, der im Internet steht. Da sind verschiedene Komponenten notwendig, um den aufrechtzuerhalten. Oder eben auch Dienste, die aus verschiedenen IT-Stacks bestehen, also wo nicht nur ein Stack im Betrieb ist, sondern wo mehrere Stacks im Betrieb sind oder Systeme grundsätzlich mit redundanten Komponenten. Ich denke, da hat jeder so eine Idee darüber, wie das aussehen kann. Das neue BSM-Modul ist laut Aussage von Sebix extrem skalierbar und soll bis zu über 100.000 verschiedene Dienste in einer einzigen Sebix-Installation unterstützen. Wenn ich jetzt hier sage, das soll, dann heißt das nicht, dass ich da besseres Wissen habe oder dass ich das, oder das irgendwie eingeschränkt sehe, sondern einfach nur, dass wir zu diesem Zeitpunkt, ist ja recht frisch rausgekommen, jetzt keine Installation in dieser Größenordnung haben. Das ist die grundsätzliche Idee. Sie bauen irgendwelche komplexen Services auf. Das wäre hier dieses Business Service Example, was Sie auch aus den Sebix-Folien wahrscheinlich kennen. Sie bauen einen komplexen Dienst auf. Da können unterschiedliche Anwendungen involviert sein. Und ja, und dann können die beliebig filigran mit dem neuen System erfasst werden. Und auch hier sehen Sie wieder so ein kleines i da unten, ja. Und dann steht da unten, dieses Feature wird in einem eigenen Talk behandelt. Das wird der Stefan Matzek uns heute noch näher bringen, das Thema Business Service Monitoring. Deshalb auf zum nächsten Thema. Das wäre das neue Audit Log Schema. Die Audit Logs sind sicherlich nicht im ersten Anlauf für Sie interessant, wenn Sie ein Netzwerkmonitoring-System einrichten. Aber auf der anderen Seite ist es ja nun tatsächlich so, dass eine Netzwerküberwachungsinstallation Zugriff auf verschiedene IT-Systeme in Ihrem Unternehmen hat. Also auf all die logischerweise, die überwacht werden sollen. Und deswegen ist es schon wichtig zu wissen, wo sind da Einstellungsänderungen vorgenommen worden, wer hat da etwas umgestellt, wo ist ein Trigger rekonfiguriert worden, wo ist ein neuer Host angelegt worden. Das sind ja schon Informationen, die man im Zweifel dann nachschauen möchte. Sebix hat schon seit einiger Zeit einen Audit Log implementiert gehabt. Und mit der Version 6.0 hat das jetzt nun einen Overhaul bekommen, also quasi hat ein neues Gewand bekommen, hat neue Strukturen bekommen, hat neue Funktionalität bekommen. Ich finde das persönlich sehr gut, gerade auch in den Cloud-Umgebungen oder gerade da auch, wo man viel mit externen Dienstleistern zusammenarbeitet, gibt es ein gutes Maß an Transparenz. Also Sebix 6.0 führt hier eine neue Datenbankstruktur für das Audit-Protokoll insgesamt ein. Es werden sogenannte kollisionssichere IDs, sogenannte CU-IDs verwendet. Da können Sie mal nach googeln, wenn Sie das interessiert. Das ist eine ganz interessante Idee, die da in diesen CU-IDs steht, die für die ID-Generierung hier bei Sebix verwendet werden. Und die Idee ist, dass diese IDs ziemlich kollisionssicher sind und damit vermieden wird, dass es beim Schreiben des Audit Logs zu Zeilensperren auf dem Datenbankserver kommt. Also sprich, dass die Performance nicht leidet. Ne, sonst wäre das schwierig. Wenn jetzt irgendwie eine Einstellungsänderung durchgeführt würde, dann könnte theoretisch dieser Prozess das Ganze sperren und das will man vermeiden. Das heißt also, das Loggen der einzelnen Einstellungen soll die Performance vom Sebix-Server nicht beeinflussen. Und des Weiteren, Audit Log Datensätze werden in Bulk SQL Anfragen hinzugefügt. Das ist jetzt ein technisches Detail, das muss Sie nicht interessieren, aber damit wird gezeigt, dass auch hier auf Performance geachtet worden ist.
Das heißt, wenn die Audit-Log-Einträge zur Laufzeit bei den Konfigurationsaufgaben ausgelöst werden, dass die Performance des Epic-Servers nicht beeinträchtigen sollen. Und es ist eine sogenannte, ja, es ist eine Record-Set-ID-Spalte eingeführt worden. Und das hilft den Administratoren zu erkennen, welche Änderungen in bestimmten Operationen vorgenommen werden. Und das werden wir gleich in der nächsten Folie sehen, was damit gemeint ist. Denn hier sehen Sie jetzt diese Record-Set-ID, das ist der erste rote Kasten. Und Sie sehen, dass verschiedene Operationen, wenn sich mal die zwei unteren, also die drittletzte und die vorletzte, wenn Sie sich den Eintrag angucken, dann sehen Sie, dass diese beiden Operationen, dass sie die gleiche Record-Set-ID haben. Das heißt also, dieser Login-Vorgang und dieser Feld-Login-Vorgang, die gehören zusammen. Das ist eine Transaktion, das betrifft denselben Benutzer an der Stelle. Und diese Record-Set-IDs erlauben es Ihnen jetzt im Prinzip genau das zu erkennen und dann eben über diese Record-Set-IDs zu diagnostizieren, welche Operationen zusammengehören. Das war vorher nicht möglich und deswegen auch die Verwendung von diesen CUIDs an der Stelle. Das Ziel der Bearbeitung von dem Audit-Log war, dass man ein zuverlässiges, detailliertes Audit-Log erstellt, das sowohl für den Frontend-Bereich als auch für den Zebbix-Server ein geeignetes Logging bietet. Und deswegen gibt es eben detaillierte Protokollierung sowohl für den Front- als auch für den Zebbix-Server-Bereich. Und wie wir gesehen haben, wurde das Software-Design so gewählt, dass es möglichst einen geringen Einfluss auf die Performance hat an der Stelle. Es sind neue API-Methoden implementiert worden, beziehungsweise erweitert worden. Das heißt also, das Audit-Log hat dann, ist dann auch per Zebbix API, steht das im Zugriff. Das heißt, wenn Sie selbst Applikationen entwickeln wollen und Sie wollen also Zugriff auf diese Audit-Log-Informationen nehmen, um die zum Beispiel in ein Drittsystem zu überführen, dann ist das grundsätzlich möglich. Dafür gibt es entsprechende API-Methoden. Ja, und dann steht als letzter Satz da drin, die Implementierung des neuen Audit-Log-Schemas ist ein fortlaufender Prozess. Weitere Verbesserungen und Erweiterungen werden im Rahmen von zukünftigen Zebbix-Updates vorgenommen. Und das macht ja auch Sinn an der Stelle. Die Software wird weiterentwickelt. Das heißt, da wird es weitere Änderungen geben. Und es kann auch sein, dass dann Änderungen damit einhergehen. Wenn Sie mit der LTS-Version arbeiten, dann müssen Sie da erstmal, sage ich mal, über einen Zeitraum von 18 Monaten nichts befürchten. Da haben wir die Garantie von Zebbix, dass sich bei den LTS-Versionen über diesen Zeitraum tatsächlich nichts ändert. Wird zwar Updates geben, die irgendwelche Bugs fixen, die irgendwelche Security Enhancements bereitstellen, aber funktional ändert sich da nichts. Das ist ja auch ein Grund, warum man dann vielleicht eine LTS-Version einsetzen möchte. Kommen wir zu dem nächsten Thema, Machine Learning. Ich denke, das war auch in der Vorankündigung der Roadmap zum Zeitpunkt von 5.4 hin in der Transition zu 6.0 und dann eben auch bei dem Release von 6.0 war das eines der großen Themen, Machine Learning, und Machine Learning insgesamt ist ja ein großes Thema. Und ich weiß aus persönlichen Gesprächen, dass dann immer die Frage war, was heißt das denn jetzt hier bei Zebbix? Was bedeutet denn Machine Learning? Bauen die jetzt neuronale Netze? Muss ich da Modelle trainieren? Wie ist denn das umgesetzt in das statistische Funktionen? Also wie ist das abgebildet? Und tatsächlich ist es über statistische Funktionen abgebildet. Und das findet man in der Industrie recht häufig, weil das ein effizientes und probates Mittel ist, um Anomalien zu erkennen. Und deswegen gibt es hier bei Zebbix neue Trennfunktionen, die die Überwachung von Baselines erlauben und auch die Erkennung von Anomalien erlauben. Und hier kann man dann eben diese statischen Stellwerte, die statischen Schwellenwerte vermeiden. Ein statischer Schwellenwert wäre, Temperatur ist größer 25 Grad, dann wäre 25 dieser statische Schwellenwert und kann Probleme eben anhand von Änderungen dynamisch erkennen. Und dazu gibt es neue Trennfunktionen, die wir hier sehen. Und mit diesen neuen Trennfunktionen kann man das Ganze abbilden. Bemerkenswert ist, dass das Ganze mit Trennfunktionen funktioniert. Das hatten wir auch schon 5.2, 5.4 gesehen, dass da neue Funktionen sehr bisschen hinzugekommen sind. Üblicherweise war es ja ansonsten so, dass Trennfunktionen eigen oder dass Trends eigentlich nicht verwendet wurden, um Triggerfunktionen auszulösen, weil Trends ja die komprimierte Information über den Zeitraum von jeweils einer Stunde der historischen Daten darstellt. Aber hier ist es tatsächlich so, dass es anders gar nicht sinnvoll geht und deswegen werden hier auch Trendfunktionen unterstützt. Dann haben wir die neue Trendfunktion Trend STL. Und die Trendfunktion Trend STL ermöglicht es, ein anomales Verhalten von Metriken zu erkennen, also Werte, die Sie mit Items eingesammelt haben.
Und dann wird dann, hier steht dann die Möglichkeit, den Algorithmus für die Abweichung bei der Erkennung von Anomalien festzulegen. Und ich kann dieses Wort in Deutsch unglaublich schwer aussprechen. Die Kollegen wissen das, deswegen sage ich es in Englisch. Seasonality heißt der Begriff dort, die Seasonality der Daten zu definieren. Und da fragt man sich, was damit gemeint ist. Deswegen habe ich mal so ein Beispiel für Sie vorbereitet hier. Und da gucken wir uns mal an, was damit gemeint ist. Wir haben jetzt also hier die Trendfunktion TrendSDL. Und wir verwenden den Algorithmus MAD. Und hier sehen Sie den Aufruf dort, TrendSDL. Das ist die neue Trigger-Syntax, die Sie da sehen. Also slash web, slash netifout, en0 und so weiter und so fort. Und da kommen jetzt ein paar Parameter, die dieser Trendfunktion übergeben werden. Und diese Parameter bedeuten dann im Einzelnen, dass wir die Decomposition, wie es im Englischen so schön heißt, die Analyse, wollen wir über die letzten 30 Tage durchführen. Wir möchten Anomalien in den letzten 7 Tagen berücksichtigen. Und diese Daten, die wir da zugrunde legen, die haben eine Seasonality von 12 Stunden. Und damit ist gemeint, das ist die Evaluierungsperiode, die man verwendet, um die Decomposition auszuführen, also die Analyse der Daten auszuführen. Und dann sollen am Ende des Tages dann Messwerte mit einer Abweichung von größer 3 zur mittleren Abweichung berücksichtigt werden und es soll der Algorithmus MAD verwendet werden. Also das ist das, was ich in dieser Trend-SDL-Funktion hier in diesem Beispiel, was sich dahinter verbirgt, was mit den Parametern gemeint ist. Und da stellt man sich schnell die Frage, was heißt denn dann MAD? Also was bedeutet das eigentlich? Und auch hierzu habe ich für Sie mal so ein bisschen was vorbereitet, um das Ganze so anschaulich zu machen, dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was man da eigentlich konfiguriert. Ja? Und hier gucken wir uns ein Beispiel an. Und in diesem Beispiel berücksichtigen wir eine Messreihe. Und diese Messreihe, die habe ich hier mit 8 Werten vorbelegt und habe dann einfach exemplarisch gesagt, das sind jetzt einfach CPU-Auslastungswerte in Prozent. Und da haben wir jetzt hier 12, 23, 31, 15, 26, 24, 16, 23. Einfach 8 Messwerte, die wir in dieser Reihenfolge auch gemessen haben. Und wenn wir jetzt diese Funktion MAD verwenden, dann gehen wir hin und sagen, wir bilden den sogenannten Mean, den Mittelwert über diese Datenreihe. Das heißt, wir summieren das Ganze auf und teilen das durch die Anzahl der Messwerte. Da würde man umgangssprachlich Durchschnitt zu sagen und kommen hier in dem konkreten Beispiel auf einen Wert von 21,25. Was jetzt gemacht wird, ist, jetzt wird die Abweichung eines jeden Messwertes zu diesem Durchschnittswert berechnet. Also der Durchschnittswert, den wir hier hatten, war ja 21,25. Und wenn ich jetzt den ersten Wert nehme, nämlich die 12, und bilde die absolute Differenz, das heißt also, die absolute Differenz bedeutet, das ist nicht mehr vorzeichenbehaftet, die Zahl. Es spielt also keine Rolle, ob ich 12 weniger 21,25 rechne oder 21,25 weniger 12. Ich will den absoluten Wert haben, die absolute Größe haben. Dann kommt da 9,25 raus. Und wenn ich das jetzt für jeden anderen Messwert mache, dann kommt eine neue Zahlenreihe dabei raus. Und diese neue Zahlenreihe, die sehen Sie dann entsprechend auch, ja. Also zum Beispiel 1,75 wäre dann die Differenz zwischen 23 und 21,25. So, und dann habe ich jetzt also diese Abweichung habe ich da berechnet. Und was ich jetzt tue, ist, jetzt schaue ich mir die Summe dieser Abweichungen an. Und da kommt dann wieder eine Zahl raus. Das wäre in dem Fall jetzt 41,5. Und jetzt nehme ich diese 41,5, die Summe der Abweichung, und teile die durch die Anzahl der Messwerte. Und dann komme ich eben auf die absolute Abweichung bezogen auf die Anzahl der Messpunkte. Das heißt, der Wert wäre jetzt hier 5,19. Das heißt also, die durchschnittliche Differenz der einzelnen CPU-Auslastungen zwischen den Messungen und der durchschnittlichen CPU-Auslastung, der beträgt jetzt in dem Falle 5,19. Das wäre der Durchschnittswert. Jetzt kann man sich schnell vorstellen, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten jetzt eine sehr gleichförmige CPU-Auslastung. Ich sage jetzt einfach mal so 10, 10, 10, 10, 10. Da kann man sich schnell vorstellen, dass hier natürlich dann irgendeine Zahl rauskäme. Das ist klar. Aber die absolute Abweichung der Messwerte bezogen auf diese Zahl, die wäre dann vergleichsweise klein, weil die Werte im Prinzip gleichförmig sind. Also das verbirgt sich hinter dieser Funktion MAD. Ich sage jetzt nicht, dass man für die Zukunft, wenn man mit Sevix arbeitet, Mathe studiert haben muss, das sicherlich nicht. Aber es hilft einem so ein bisschen, wenn man ein Gefühl dafür bekommt, wie diese statistischen Funktionen funktionieren, was dem Ganzen zugrunde liegt, sodass man ein besseres Gefühl dafür bekommt, wo man die einsetzen kann und wie man die einsetzen kann. Ebenfalls kann man sehen, ich blätter noch mal einmal zurück. Ebenfalls kann man sehen,
dass es natürlich eine Rolle darüber spielt, welchen Zeitraum ich hier berücksichtigen möchte. Sie sehen, in diesem Beispiel hier vorne haben wir gesagt, wir wollen die letzten 30 Tage berücksichtigen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Sebix dann auch Zugriff auf die Daten der letzten 30 Tage halten muss. Das heißt also, wenn Sie diese Funktionen exzessiv benutzen, wenn Sie das, nehmen wir mal an, Sie haben in Ihrem System, ich sage jetzt mal eine Zahl, 1 Million Trigger definiert und von dieser 1 Million Trigger haben Sie 10.000 Trigger, die diese Trend-STL-Funktion verwenden und haben dann vergleichsweise hohen Zeitraum. Da muss Sebix natürlich für jede Metrik, die jetzt hier in dieser Funktion Anwendung findet, die entsprechenden Daten auch im Speicher vorhalten. Also behalten Sie das bitte im Hinterkopf, wenn Sie mit diesen Triggerfunktionen arbeiten. Das ist anders, als wenn Sie hingehen und einfach nur den letzten Messwert, der reinkommt, vergleichen und gucken, ob der größer 25 ist. Also das ist die neue Funktionalität, die Sebix mit Machine Learning eingebaut hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir da in der Zukunft auch mehr sehen werden, nachdem jetzt grundsätzlich diese Technik da Einzug gehalten hat. Und ich persönlich finde es sehr schön, dass das mit in die LTS-Version gewandert ist. Das hätte ja auch dann in die 6.2 wandern können. Aber dadurch, dass es in der LTS-Version ist, kann im Prinzip jeder, der die 18 Monate einhält und die LTS-Version einsetzt, diese neuen Funktionen nutzen. Kommen wir zum nächsten Thema. Das wäre das Thema Kubernetes-Monitoring. Ich denke, da haben viele drauf gewartet und das gab es ja auch in der Community oft die Frage, wie sieht das aus? Wie stellt sich Sebix zu dem Thema Cloud-Monitoring? Insbesondere, wie stellt sich Sebix zu dem Thema Kubernetes-Monitoring auf? Und die Antwort haben wir jetzt in der 6.0 gesehen und Alex hat das ja vorhin auch in seinem Talk mitgeteilt, dass es da Bestrebungen, Ambitionen, Motivationen und Commitment gibt. Und hier sehen wir im Prinzip so die ersten Ergebnisse davon. Es gibt also neue Templates für die Erkennung und Überwachung von Kubernetes-Knoten und Pods. Und diese Templates sind so gebaut, dass die eben auch eine automatische Erkennung erlauben, dass man die also nicht mit der Hand konfigurieren muss und dass ebenfalls Parameter der entsprechenden Knoten abgefragt werden können, wie beispielsweise die Knotenkapazitäten, also die Nodes. Ne, Sie sehen das alles hier in Deutsch. Manchmal ist das Deutsch ein bisschen schwierig, finde ich. Und dann haben wir eben auch die automatische Erkennung und Überwachung von Zustandsmetriken der einzelnen Pods beispielsweise. Bemerkenswert ist, dass die Metriken agentless, also agentenlos, via Netzwerk durch die Kommunikation direkt mit der Kubernetes-API eingesammelt werden. Das heißt also, da muss kein Agent installiert werden oder ähnliches, sondern der Sebix-Server oder Proxy, der kann die Daten da direkt abholen unter Verwendung der API. Und die Templates nutzen ebenfalls unter der Haube Low Level Discovery und Dependent Items. Hier einfach mal so ein Screenshot, wie das Ganze aussieht. Ne, da sehen wir so verschiedene Metriken, die da eingesammelt worden sind. Und wenn Sie da schon öfter mit gearbeitet haben sollten, dann erkennen Sie sofort, dass das hier Template-Definitionen sind, die Items als Dependent Items anlegen. Aber auch hier unten das kleine i mit dem Kommentar, dieses Feature wird in einem eigenen Talk behandelt. Da wird uns der Christian Anton, der wird uns da einiges zu sagen können zu diesem Thema Kubernetes Monitoring. Schauen wir uns an, was es neu zu dem Thema Visualisierung in Sebix gibt, was sich da getan hat. Im Wesentlichen sind die neuen Dashboard-Widgets da bemerkenswert, die umfangreiche Möglichkeiten bieten, Daten aus der Monitoring-Umgebung in Dashboards einzubauen und anzuzeigen. Und da hatten wir jetzt ja auch die Möglichkeit, dass wir auf einem Dashboard verschiedene Reiter unterbringen können, verschiedene Seiten unterbringen kann. Insofern sind natürlich neue Dashboard-Widgets sehr willkommen, weil sie einem erlauben, eben individuelle Dashboards für bestimmte Anwendungsszenarien zu kreieren. Das heißt, wir haben jetzt also einmal ein Top-Host-Widget bekommen, ein Einzelmetrik-Widget und die sogenannten Geomaps sind da hinzugekommen. Und für die neue Service-Level-Funktionalität ist dann natürlich auch ein neues SLA-Report-Widget hinzugefügt worden. Ich denke speziell dieses Single-Item-Widget, es ist hier drin, es ist bemerkenswert deswegen, weil ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, der die Anwender oder Teile der Administratoren auch immer wieder nach Grafana getrieben hat, weil Grafana bietet da ja sehr schöne Möglichkeiten und Sebix hat die nicht geboten. Und na gut, also langsam holt Sebix da auf und ich finde, dass die Dashboards mittlerweile tatsächlich auch so wirklich gut nutzbar sind.
Das ist das Single-Item-Widget, wie es hier aussieht. Ne? Zeigt also eine einzelne Metrik an und erlaubt umfangreiche Konfigurationen für die Darstellung. Sie sehen hier verschiedene Beispiele in diesem Screenshot. Da sieht man zum Beispiel, dass man diesen Tendenzpfeil da einblenden lassen kann, dass man erkennen kann, hat sich der Wert nach oben oder nach unten verändert. Verschiedene Darstellungsmodi sind dann da. Ja, also mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich würde sagen, probieren Sie das einfach aus. Ich finde, es wertet jedes Dashboard entsprechend auf. Interessant ist das Top-Host-Widget. Ich finde, es ist fast überfällig, muss ich sagen, aber ist es jetzt da. Und das Top-Host-Widget erlaubt es, dass man dynamisch im Dashboard Listen generieren kann. Und diese dynamischen Listen, die da generiert werden, die zeigen dann eben dynamische Metriken oder Systeme an, in Abhängigkeit von den entsprechenden Messwerten, die man da entsprechend zugrunde gelegt hat. Und es erlaubt ebenfalls auch verschiedene konfigurierbare Darstellungsformen. Da sehen Sie zum Beispiel einmal eine reine textuelle Darstellung ganz oben, wo da steht Top-Host und ein Apache-Server. Und Sie sehen auf der anderen Seite eben aber auch so eine Balkendarstellung. Das erinnert so ein bisschen an einen alten Verstärker oder Kassettenrekorder, an die Lautstärkeaussteuerung dort. Da kann man so einen Peakmeter dann konfigurieren. Und das können Sie auch selber entscheiden. Sie können also die Farben festlegen, Sie können die Thresholds festlegen, da kann man also wilde Sachen machen. Also insgesamt finde ich das eine gelungene Geschichte für die Dashboards. Ja, voller Stolz auch von Sevex vorgestellt, die GeoMaps-Widgets, das neue GeoMaps-Widget mit verschiedenen Integrationen für GeoMap-Provider. In der Vergangenheit ist es so gewesen, wir haben das nicht anders gemacht. Da hat man irgendwie einen Kartenprovider genommen, hat einen entsprechenden Screenshot erstellt, hat den als Hintergrundbild eingefügt und dann hat man da seine entsprechenden Systeme platziert, sodass man dann diese GeoMap-Funktionalität bekommen hat. Das ist nun Geschichte, das muss man nicht mehr machen. Also man kann das natürlich weiterhin noch tun, aber muss es nicht. Sevex bietet mit dem GeoMap-Widget eine Möglichkeit an, dass man eben Direktsysteme in so einer GeoMap platziert und da werden verschiedene GeoMap-Provider unterstützt, beziehungsweise sind bereits von Hause aus integriert. Das GeoMap-Widget erlaubt entsprechende Einstellungen, die man vornehmen kann. Bemerkenswert ist hier, dass die Koordinaten der entsprechenden Hosts, die dann angezeigt werden sollen, aus dem Host-Inventar gelesen werden. Sie erinnern sich vielleicht, Sie können ja unter Sevex für jeden Host das Host-Inventar aktivieren. Wenn Sie die Standardinstallation durchführen, ist das Host-Inventar deaktiviert. Dann gibt es halt diesen manuellen Modus und diesen automatischen Modus. Und im automatischen Modus können Sie dann ja auch Items, also Messwerte nehmen, die entsprechende Felder im Host-Inventar aktualisieren. Und da gibt es dann eben auch einen Longitude- und Latitude-Feld im Host-Inventar. Und die Informationen, die dort stehen, die werden also verwendet und von dem GeoMap-Widget ausgelesen, um dann die entsprechenden Anzeigen auszuführen. Und darüber hinaus, wie bei dem Problem-Widget auch, haben wir die Möglichkeiten, eben zusätzlich Filter zu setzen, die entweder auf Hostgruppen oder auf Text basieren. Ne? Also sieht man auch wunderbar, dass Sevex weiterhin dass die Tags unterstützt und auch deren Funktionalität weiter ausbaut. Kommen wir zu dem Bereich Sevex Agent. Was gibt es da an Verbesserungen und an Neuigkeiten? Für den Sevex Agent als auch für den Sevex Agent 2 wurden neue Items hinzugefügt. In den Schulungen habe ich auch mal wieder so mitbekommen, dass das Sevex Agent und Sevex Agent 2, das ist, wenn man das noch nicht so, wenn man nicht vertraut ist und ein bisschen ungewohnt ist. Sevex Agent 2 ist ja der Agent, der in der jüngsten Vergangenheit neben dem Sevex Agent entwickelt worden ist, der in Go geschrieben wurde, der nicht für alle Plattformen da ist, wie das der Sevex Agent ist, aber für die wichtigen, also ganz konkret für uns wäre das hier Windows und Linux natürlich. Und der dort entsprechend umfangreiche Funktionalitäten bildet. Also das ist dieser Sevex Agent 2. Und ein paar Funktionen sind jetzt auf beide Agents gebracht worden, wie die Möglichkeit, dass man jetzt Dateibesitzer und Dateiberechtigungen über den Agent abfragen und erfassen kann, dass die Host-Metadaten des Agents als Metrik verschickt werden können. Das war ja eine wichtige Host-Metadaten werden ja zum Beispiel für die automatische Registrierung von Systemen bei Sevex verwendet, also Stichwort Sevex Agent Auto-Registration. Dann Erfassung der Sevex Agent-Varianten, ist da jetzt ein Agent oder ein Agent 2 implementiert. Das ist ja auch hilfreich dann, um sein Deployment zu aktualisieren. Gibt neue Parameter wie System.HostName, gibt neuen Parameter der
die übereinstimmenden TCP- oder UDP-Sockets erfassen kann. Und ich denke, da haben viele drauf gewartet, es gibt jetzt endlich eine native Überwachung von SSL- und TLS-Zertifikaten mit dem Servix Agent 2. Und da können die Zertifikate zum einen über den Agent validiert werden. Man kriegt also mit, ob die gültig sind, ob die nicht gültig sind. Und darüber hinaus hat man auch Zugriff auf unglaublich viele Zertifikat-Details. Ja, schauen Sie sich das einfach mal an. Das wird das ein oder andere selbstgeschriebene Skript sicherlich ersetzen können. Ja, was gibt es sonst noch? Der Servix Agent 2 unterstützt das Laden von Standalone-Plugins, ohne dass der Agent dazu neu kompiliert werden muss. Das finde ich persönlich ein sehr, sehr wichtiges Feature. In der Vergangenheit war es so, dass man den Agent 2, also den in Go geschriebenen Agent, dass der neu kompiliert werden musste, wenn man selbst Plugins hinzugefügt hat oder entwickelt hat, die man dann hinzufügen wollte. Das muss man jetzt nicht mehr machen. Der Agent unterstützt nun Standalone-Plugins. Tolle Sache, finde ich super. Möglichkeiten, Benutzerparameter neu zu laden, ohne dass der Servix Agent dazu neu gestartet werden muss. Okay, also man kann das jetzt machen. Sie brauchen also nicht den Agent neu starten, sondern Sie können direkt einen Runtime-Control-Parameter verwenden. Ist komfortabel, ist okay. Unterstützung einer persistenten Statusdatei für die Log-Überwachung, um ein erneutes Einlesen der Log-Datei in bestimmten Szenarien zu verhindern. Also was ist damit gemeint? Das klingt so ein bisschen mysteriös. Was sind diese bestimmten Szenarien? Also im Wesentlichen geht es darum, der Servix Agent kann ja Log-Dateien erfassen. Und Sie wissen, dass wenn Sie den Servix Agent stoppen beispielsweise und wieder starten, dass er dann nicht von vorne anfängt, die Logdatei einzulesen. Also es muss irgendwelche Mechanismen geben, die Servix da unterstützen, dass der weiß, an welcher File-Position hat er angehalten, bis wohin hat er gelesen, hat die Logdatei eine Rotation erfahren. Also diese Details müssen irgendwie vorhanden sein. Und jetzt gibt es die Situation, dass man entweder eine Replikation fährt von dem System, was man da überwacht, oder dass man das zum Backup wiederherstellt. Und dann kann es eben dazu führen, dass zum Beispiel so ein Log dann neu eingelesen wird. Und jetzt gibt es hier die Möglichkeit über einen neuen Parameter, der nennt sich dann hier Persistent Dir, dass man dann Verzeichnis angibt und dann kann der Agent seine Statusinformationen für diese entsprechenden Logdateien kann der ablegen. Und wenn Sie das dann mitsichern und später wieder mitreplizieren, wieder zurücksichern, dann taucht dieses Problem nicht auf. Wenn Sie da noch nie drüber gestolpert sind, dann ist es nicht schlimm, dann brauchen Sie diese Funktion auch nicht. Ansonsten, was erwähnenswert ist, ist für Sie, jedes Servix Agent 2 Plugin, bezieht sich also auf den Agent 2, hat nun eine eigene Konfigurationsdatei. Ja, Änderung zu dem Thema Passwortanforderungen. Sie kennen das von anderen Softwareprodukten auch, deswegen will ich jetzt hier nicht das als großes Feature verkaufen. Da sieht es so aus, dass wir in Servix jetzt die Möglichkeit haben, für die Authentifizierung verschiedene Vorgaben zu machen, die Sie in anderen Softwareprodukten auch schon gesehen haben. Zum Beispiel, dass Sie erzwingen, dass Groß-Kleinschreibung verwendet wird, dass Sie verzwingen, dass da zusätzlich ein spezieller Charakter oder eine Zahl verwendet wird. Ich finde es eine gute Geschichte und es unterstreicht das Commitment von Servix, Servix sicherer zu machen. UI-UX-Verbesserungen. Ich glaube, die mögen wir alle. Was haben wir da? Also eine Änderung, wenn Sie mit Servix 6.0 arbeiten, und ich muss zugeben, ich musste mich erst dran gewöhnen, ist, dass Sie jetzt direkt aus der Host-Konfiguration, da wo Sie auch sonst die Gruppen konfiguriert haben, dass Sie da direkt jetzt die Templates entsprechend konfigurieren können. Da müssen Sie nicht mehr auf den Template-Reiter gehen. Kleine Sache, spart ein bisschen Zeit und ich finde, es macht es ein bisschen übersichtlicher. Dann ist das eine Änderung, die das neue Service-Level-Monitoring betrifft von Servix. Und zwar geht es hier ganz konkret darum, dass da ein neues Menü ist. Und in diesem neuen Menü sind auch die ganzen Funktionen zusammengefasst worden, unter anderem eben auch die Action-Konfiguration. Aber da wird uns sicherlich der Stefan Matzek noch das ein oder andere zu erzählen können. Bei den Graphen hat es eine kleine Verbesserung gesehen. Nehmen wir einfach jetzt mal so hin, dass die da ist an der Stelle. Ansonsten werden über kurz oder lang diese serverseitig gerenderten Graphen, die dann als PNG an das Frontend geschickt werden, sicherlich auch den SVG-Graphen Platz machen, die wir über das Graph-Widget im Dashboard-Bereich sonst sehen.
Ja, Latest Data unterstützt nun benannte Filter. Das finde ich ist eine gute Sache. Ich denke, das geht Ihnen auch häufig so, dass Sie in Sevix die Filterfunktion nutzen, tragen da irgendwas ein, dann suchen Sie noch was anderes, müssen Sie die Filterfunktion wieder zu, müssen wieder umsetzen. Es ist immer viel, viel Klickerei und dann wünscht man sich, dass man irgendwie die Möglichkeit hätte, dass man das abspeichern kann. Das können Sie jetzt tun mit sogenannten benannten Filtern. Sie sehen oben in der Latest Data Ansicht im Prinzip jetzt hier drei Reiter. Wenn ich den Reiter mal für die Suche außen vor lasse, haben wir da drei Reiter. Da steht da Webserver, Docker Container und Website Statistics. Das sind drei benannte Filter. Die sind abgespeichert worden. Die habe ich hier definiert. Dann sind die abgespeichert worden. Und ja, super Sache. Kleines Feature in Anführungsstrichen, aber sehr nützliches Feature. Kommen wir zu dem Thema Templates und Integrationen. Was hat sich da getan? Auch hier wieder sichtbar die stetige Weiterentwicklung von dem Support von Templates. Nicht nur durch Sevix selbst, sondern auch durch die entsprechenden Anbieter. Ich finde es immer wieder schön zu sehen, deswegen, weil es zeigt, dass Sevix ein wichtiges Instrument geworden ist im Open-Source-Bereich, wenn es um Netzwerkmonitoring geht und dass selbst große Hersteller auch ein Interesse daran haben, vernünftige Templates für Sevix bereitzustellen, beziehungsweise sicherzustellen, dass da für deren Produkte gute Templates bereitgestellt werden. Und da haben wir dann Kubernetes dabei, wir haben hier Cisco dabei, wir haben F5 dabei, aber wir haben auch Applikationen wie beispielsweise pfSense oder Nginx dabei. Also gute Sache. Gucken Sie sich das an. Ebenfalls neu, steht unten in so einem Seitensatz, ebenfalls neu ist die GitHub Webhook-Integration. Mit Sevix 6.0 können Sie jetzt out of the box GitHub-Ereignisse auf Basis von Sevix-Ereignissen erstellen. Also wenn Ihr Trigger feuert und sagt, die Temperatur in Ihrem Serverraum ist größer 25 Grad, dann können Sie jetzt darüber ein GitHub-Issue anlegen lassen. Updates bezüglich bestehender Templates und bestehender Integration hat es natürlich ebenfalls gegeben. Das heißt also, alle offiziellen Templates sind überarbeitet worden. Und hier möchte ich einmal diesen rot unterstrichen oder rot hervorgehobenen Punkt kurz erläutern. Hier steht, alle offiziellen Templates sind nun eigenständig und erfordern nicht mehr den Import zusätzlicher Template-Abhängigkeiten. Das ist eine Änderung, die Sevix durchgeführt hat, eine Design-Änderung, die Sevix durchgeführt hat, die wie folgt zu verstehen ist. Typischerweise gibt es, ich sage jetzt mal, Master-Templates. Der Begriff ist in Sevix so nicht verwendet, aber das ist ein übergeordnetes Template und dieses Template linkt andere Templates. Also zum Beispiel irgendein Linux-OS-Template linkt dann eben ein Sevix-Agent-Template oder linkt ein Low-Level-Discovery-Template für Dateisystem oder für Netzwerkadapter. So, und hier ist es jetzt so, dass Sevix hingegangen ist und hat gesagt, das machen wir nicht mehr, sondern wir bauen jetzt diese ganzen einzelnen Templates, wir integrieren das wieder zurück in ein großes Template. Und der Hintergrund, wenn man sich jetzt fragt, warum machen die das denn? Dieser modulare Ansatz war ja grundsätzlich gut. Dann ist der Hintergrund tatsächlich der, dass wir gesehen haben, in den letzten Versionen gab es die, oder gibt es, oder seit den letzten Versionen gibt es ja die Möglichkeit, dass man, wenn man Templates importiert, dass man sich dann Diff anzeigen lassen kann. Man kann ja sehen, was macht dieses Template anders als das, was ich bereits habe, welche Änderungen werden da ausgeführt. Und diese Information, die geht natürlich dann verloren, wenn ich ein Template lege, was andere Templates linkt. Dann weiß ich gar nicht, was da entsprechend involviert ist. Und das war die Motivation bei Sevix, zu sagen, dass Templates nun in sich geschlossen sind. Ja? Und der nette Nebeneffekt ist, wenn ich jetzt Ihnen ein in sich geschlossenes Template erstelle und Sie importieren das auf Ihrer Sevix-Installation, dann haben Sie alles das, was Sie brauchen. Da brauchen Sie nicht unsicher sein, dass Ihnen vielleicht das ein oder andere Template fehlt oder dass Ihr Template Sevix Agent ein anderes Template ist als das, was ich habe. Ja. High-Availability-Knotenerkennung und Überwachung des Zustandes von Sevix-Servern und Remote-Sevix-Servern. Das ist die Konsequenz im Prinzip darauf, dass man, also dass die Templates erweitert worden sind. Es gab ja in der Vergangenheit, gibt es ja schon die Templates, die Sevix für Self-Monitoring einsetzt oder auch die Templates, die für die Remote-Überwachung vorhanden sind, die sind jetzt entsprechend für die Knotenerkennung erweitert worden.
ja, aktualisierte Sevix-Proxy-Templates gemäß den neuen Template-Richtlinien, Metriken zur CPU-Auslastung zu Docker-Templates hinzugefügt, neue Text zu allen offiziellen Templates hinzugefügt, ist sicherlich bemerkenswert und interessant, sich das anzuschauen, und korrigierte Value Maps für die VMware-Templates. Bitte beachten Sie, wenn Sie die Updates durchführen, also wenn Sie Ihre Installation auf 6.0 heben, bitte beachten Sie, dass die Templates nicht mit aktualisiert werden. Das war in der Vergangenheit nicht so, das ist jetzt auch nicht so. Sevix kann nicht wissen, welche Modifikationen Sie da durchgeführt haben. Die können nicht wissen, was Ihnen da wichtig ist. Also im Zweifel müssen Sie da Hand anlegen. Ja, weitere Veränderungen und Verbesserungen, was haben wir da? VMware Monitoring. Neue Items und die bestehenden Templates modifiziert, verbessere Datensammlung für VMware Performance Counter, die Prozentwerte zurückgeben, sammeln von VMware Hypervisor Hardware Vendor State Sensors mit einem neuen Item und Key an der Stelle, erfassen der VMware Hypervisor Maintenance Stati mit VMware HV Maintenance und besseres Verhalten, was Event Log Monitoring betrifft. Schauen Sie sich das an. Ansonsten oben steht ja, dass man Performance Counter abfragen kann. Das ist unbekannt, glaube ich, oder wenig bekannt. Sevix bietet Ihnen grundsätzlich eine Schnittstelle, dass Sie auf alle Performance Counter Metriken innerhalb von VMware zugreifen können. Da gibt es einen Perfmon-ähnlichen Schlüssel. Und da können Sie dann die entsprechende Metrik zurück abfragen und die wird Ihnen auch dann geliefert, wenn die standardmäßig von Sevix nicht abgefragt wird. Neue History-Funktion, was haben wir da? MonoDeck und MonoInc. In der Mathematik gibt es einen Begriff, der beschreibt Funktionen streng monoton steigend oder streng monoton fallend, und damit ist gemeint, dass eine Funktion, also dass die Werteentwicklung in einer Funktion kontinuierlich ansteigt. Das heißt, zwischendurch darf es keinen Wert geben, der kleiner ist als ein Vorgängerwert, und das gleiche eben in die andere Richtung. Und MonoDeck und MonoInc sind zwei Funktionen, die genau das als Triggerfunktion überprüfen. Und ansonsten gibt es noch eine neue Triggerfunktion, die es Ihnen erlaubt, Änderungen von benachbarten Werten zu erfassen, und die heißt dann Change Count. Sicherlich spezielle Use Cases. Aber interessant, dass man weiß, dass es das gibt. Bei den Aggregatsfunktionen hat sich ebenfalls was getan. Es wurden neue allgemein verwendbare Aggregatsfunktionen hinzugefügt. Die gesamte Syntax hat sich ja hier bei Sevix gravierend verändert. Und da muss man auch ein bisschen reinkommen, glaube ich mal, wenn man vorher mit den alten Aggregatfunktionen gearbeitet hat und auch mit den alten Calculated Functions gearbeitet hatte. Und hier haben wir jetzt also neue Funktionen. Gesamtzahl der aktuell aktivierten Items, Item Count und Rückgabe der Gesamtzahl der Werte in einem Array und die Anzahl der aktuell aktivierten Items, die den Filterkriterien entsprechen. Ja, gucken Sie sich das an, probieren Sie das aus. Damit können Sie im Prinzip gucken, ob sich Items verändern, ob die nicht funktionieren. Schauen Sie sich das an. Im Prometheus-Umfeld hat sich ebenfalls eine Menge getan. Prometheus ist ja, sag ich mal, als Monitoring-Protokoll ja im Prinzip so eine Art de facto Standard auch im Cloud-Umfeld. Deswegen ist es schön, dass Sevix nativ Prometheus-Unterstützung anbietet im Rahmen der Preprocessing-Optionen, die da sind. Und es ist ebenfalls schön zu sehen, dass da kontinuierlich dran gearbeitet wird und dass es das erweitert wird. Hier gibt es jetzt neue Funktionen, die da vorgestellt werden. Berechnung der RAIDs für monotone Prometheus-Zähler mit RAID. Berechnet von Percentile-Werten aus den Buckets, des Quantiles aus Werten der Histogramme und zu guter Letzt unten die Rückgabe von Paaren aus Bucket-Obergrenze und RAID-Wert zur Verwendung in den entsprechenden beiden Funktionen. Schauen Sie sich das an, probieren Sie es aus. Ich finde, das ist ein Schritt in die richtige Richtung und unterstreicht die Linie, die Sevix da vorgibt. Neue Makros. Diese Makros sind anders als die, die wir sonst kennen. Also wir kennen ja so Host.name oder Host.inventory, hatte ich vorhin gesagt, dann eben der Feldname, ja, Trigger.status. Und hier haben wir jetzt also neue Makros, die es erlauben, dass man Triggerausdrücke debuggen kann. Und da sehen Sie Trigger.expression.explain oder Trigger.expression.recovery.explain. Also das bezieht sich dann logischerweise auf die Recovery Expression. Das heißt also, hier haben wir teilweise ausgewertete Triggerfunktionen oder Wiederherstellungsausdrücke
Und die können dann angewendet werden, um im Prinzip zu schauen, warum verhält sich mein Trigger so, wie er sich verhält. Und dazu gibt es dann eben auch noch hier steht der Function Value 1 und Function Recovery Value 1 bis 9, auflösende Enden, item-basierten Funktionen zum Zeitpunkt des Ereignisses. Das heißt, wenn Sie in einem Triggerausdruck mehrere Items referenzieren, dann können Sie hier drüber angeben, auf welchen Ausdruck Sie sich da beziehen und was da berechnet werden soll. Oder LLD Rule State Error, warum eine LLD-Regel nicht mehr unterstützt wird Ihnen da angezeigt. Und ja, dann eben das gleiche für State Error. Spannende Sache, gucken Sie sich das an. Ich denke, muss man ausprobieren. Dann haben wir hier die Neuerungen bei dem Thema CLI-Tool und Runtime-Control-Kommandos. Die neuen bestehenden Kommandozeiltools wurden um entsprechende Funktionen erweitert. Da gibt es also neue Timeout-Einstellungen für SEBIC-Server, SEBIC-Proxy. Die SEBIC-Server und Proxy-Laufzeitbefehle, also wenn Sie sagen SEBIC-Server minus minus Runtime-Control und dann, was ich hier, Config-Cache-Reload zum Beispiel, die werden nun über Sockets ausgeführt. In der Vergangenheit wurde das über Unix-Signale gemacht. Und die Ausführung des Befehls wird dann auch direkt auf der Konsole angezeigt, wurde vorher im Log geschrieben. Das sind so Details, aber wenn Sie da öfter mal troubleshooten oder wenn Sie sowas machen, dann ist es hilfreich. Und die Runtime-Befehle werden jetzt auch auf BSD-basierten Systemen unterstützt. Ich denke mal, ich bin kein BSD-Experte, aber ich denke mal, dass der Grund der ist, dass es nun über Sockets läuft und nicht über Unix-Signale. Performance-Verbesserung, was haben wir da sonst noch? Neue Funktionen, Verbesserungen in Bezug auf die Leistung von Sevix. Gibt einen neuen Parameter Start-ODBC-Poller und zwar deswegen, weil die Datenbankabfragen über Unix-ODBC jetzt in eigene Prozesse ausgelagert worden sind. In der Vergangenheit wurde das über die Poller-Prozesse gemacht. Das ist jetzt Geschichte, das wird jetzt über eigene ODBC-Poller gemacht und daher gibt es jetzt eben auch einen neuen Parameter Start-ODBC-Poller. Wenn Sie da also viel benutzt haben sollten oder benutzen in Ihrer Installation, schauen Sie sich den Parameter an. Im Zweifel setzen Sie den auf einen entsprechenden hohen Wert, damit das bei Ihnen weiter funktioniert. Ja, Verbesserung der Leistung der Template-Verknüpfung, das nehmen wir so hin. Verbesserung der Leistung bei der Vorverarbeitung, also beim Preprocessing von Prometheus, muss dann, das glauben wir jetzt auch, dass das besser geworden ist. Neue Funktionen und Verbesserungen in Bezug auf die Leistung. Sekunde gerade, jetzt hat er das nicht genommen. Doch da, ja. Verbessertes Protokoll zur Unterstützung eines bis zu 16 Gig großen Caches für SEBIX-Proxy-Konfiguration. Ja, das ist bemerkenswert. SEBIX hat hier die Schranke aufgemacht. Das heißt also, Config-Cache-Updates für einen Proxy dürfen jetzt 16 Gig groß sein. Das ist natürlich schon eine Hausnummer, sage ich jetzt mal. Und sie haben das Protokoll entsprechend verbessert. Das heißt, wenn ein Proxy-Server seine Daten zieht, dann werden da nicht tatsächlich 16 Gig übertragen. Also initial natürlich wird da eine Menge übertragen, aber die Updates später sind kleinere Updates. Verbesserte SEBIX-Proxy-Leistung und Speichernutzung durch schnellstmögliche Freigabe unkomprimierter Daten und Komprimierung vor der Verbindung. Das nehmen wir mal so hin. Das ist im Prinzip ein Abfallprodukt von dem, was wir da oben gesehen haben. Verbesserte Leistung des SEBIX Agent 2 durch die Verwendung von neuen Funktionalitäten, die in Go als Programmiersprache in Golang 1.161 geführt worden sind. Und deswegen habe ich das mit Rot hervorgehoben. Unterstützung von Primärschlüsseln für History-Tabellen. Unterstützung von Primärschlüsseln für History-Tabellen bedingt oder bedeutet verbesserte Leistung und reduzierte Datenbankgröße. Das ist tatsächlich ein Schritt, der lange diskutiert worden ist. SEBIX hat das jetzt umgesetzt. Ich persönlich finde das gut. Wir hatten in der Vergangenheit zum Beispiel mit Datenbankclustern und historischen Tabellen immer wieder Stress, weil da keine Primärschlüssel von Hause aus vorhanden gewesen sind. Und SEBIX hat sich jetzt entschieden, dass tatsächlich offiziell zu unterstützen und zu supporten. Wenn Sie ein Update Ihrer 5.x-Version auf 6.0 durchführen, dann wird dieses Upgrade der historischen Tabellen nicht automatisch ausgeführt. Also wenn Sie jetzt den neuen SEBIX-Server da einspielen, wenn alles soweit läuft, dann sind Ihre History-Tabellen nicht angefasst worden. Also wenn Sie das ändern wollen, dann müssen Sie das manuell machen. In der Dokumentation steht drin, wie das anzugehen ist. Und das ist ein zeitintensiver Prozess in Abhängigkeit von der Größe Ihrer historischen Tabellen in der Datenbank. Weitere Veränderungen, Verbesserungen, die wir da haben in SEBIX 6.0,
Das sind jetzt so Details, aber auch interessant. Es wird also UTF-8 MB4 als MySQL-Zeichensatz und Kollation unterstützt. Das hat Einfluss auf die Art und Weise, wie Daten unter MySQL gesucht und gefunden werden. Unterstützung von zusätzlichen HTTP-Methoden für Webhooks. Okay. Unterstützung für zwei neue Prometheus-Preprocessing-Label-Matching-Operatoren. Da haben wir nämlich jetzt ungleich und ähnlich. Berechnete Items, in Klammern Calculated Items, unterstützen jetzt nicht nur numerische Werte, wie das in der Vergangenheit der Fall war, sondern sie können jetzt auch Text, Log und Zeichentypen miteinander verknüpfen. Das finde ich eine super Sache. Neue API-Methode History Clear, um den Verlauf von Items und Web-Szenarien direkt zu löschen. Ja, wenn Sie sowas nutzen, wenn Sie selber API-Applikationen entwickelt haben und anwenden, die sowas gebrauchen können, dann können Sie jetzt hier direkt auch tatsächlich Daten löschen. Neue Option zur Abmeldung von Eskalationsabbruchmeldungen. Das ist jetzt im Detail, wenn Actions gecancelt werden, dann gibt es sogenannte Escalation Cancel Messages und die können Sie hier unterdrücken. Das war es im Prinzip auch schon für diesen Vortrag. Jetzt gucke ich mal, ob wir Fragen haben. Hallo Wolfgang, vielen Dank für deinen interessanten Talk. Wir haben eine Frage im momentan aus der Community an dich gerichtet. Und zwar ist die Frage, kann man die Templates von zum Beispiel Sibix 5.4 auf die vereinheitlichten 6.0 Templates aktualisieren? Das wird automatisch nicht gehen. Also das wird automatisch nicht funktionieren. Also was man machen kann, ist, man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, ja, also letztendlich müssten Sie die Templates neu importieren. Also Sie können die leider nicht automatisch konvertieren. Momentan haben wir dann auch noch keine weitere Frage, die nicht direkt beantwortet wird. Perfekt. Okay, dann danke ich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit an der Stelle. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Und dann würde ich jetzt direkt einmal das Wort an den Thomas Oftring übergeben wollen, wenn Thomas denn da ist. Aber ich glaube, er ist da, hat mich ja vorhin schon angeschrieben. Hallo Thomas. Audio? Okay. Ja, hallo Wolfgang, ich bin da. Ja. Spät, aber immerhin hat Alles. geklappt, dass ich hier reinkomme. Ich habe gesehen, du hast die Zeit wunderbar aufgefüllt, bis ich da bin. Ich habe gehört, ihr habt jetzt erst noch mal eine Pause eingeplant. Genau, also es wäre jetzt, wir würden einmal 10 Minuten Pause machen und dann, Okay. ich hoffe, das passt in den Zeitplan hinein, ja. Kein Ding, ja. Können Ja. wir gerne tun. Okay, dann machen wir jetzt einmal 10 Minuten Pause und dann geht's weiter, ja? Okay, gut. Bis gleich.